Hallöchen, ihr alle da draußen vor dem Bildschirm. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pioneers of Pagonia. Wie ich gestern gesagt habe, kümmern wir uns heute um die Windmühle und gegebenenfalls die Bäckerei, je nachdem, wie wir vorwärts kommen. Es ist hier eigentlich noch in Arbeit. Okay. Die Windmühle. Wir haben auch schon wieder gut Stoff. Ich glaube, ich mache erstmal Pause. Ich weiß gerade nicht, ob wir den Flachs woanders auch noch brauchen können. Oh, der ist ein bisschen größer. Gut. Dann wird die jetzt hier vorne hingebaut. Wir sind immer noch ein paar Rohstoffe auf dem Schiff. Sollte ich vielleicht hier hinten nochmal einen Brunnen hinbauen? Da steht immer Getreidefarm, aber ja, es sind ja schon zwei Brunnen. So, die hier haben auch gerade nichts zu tun. Aber wir haben drei Schilde, drei Bogen, drei Speere. Drei Bogen? Drei Bögen? Ihr wisst schon, was ich meine. Häuser werden fertiggestellt. Hier ist jetzt auch. Die Bäume kommen jetzt weg. Schick. Jetzt kommen die ganzen neuen Bewohner. Auf das die Arbeitslosenquote noch mehr steigt. Wir haben 404 Arbeitslose. Na gut. Ja, also bis jetzt ist ja auch so. Wie gesagt, es gibt noch keine Babys. Es kommt noch, steht ja auch hier, bald verfügbar. Und man kann, also bei Anno war es so, ich mag eigentlich diese Vergleiche nicht so bei Aufbauspielen, aber bei Anno konntest du ja die Häuser noch aufwerten. Ich weiß nicht, ob das bei Pioneers of Pagonia auch noch kommt. Aber ich glaube, das wird auch noch mal ein bisschen Schwung hier reinbringen. Weil, ich muss noch mal sagen, bis jetzt finde ich das Spiel sehr entspannt. Ich kenne das von Aufbauspielen bisher nicht so. Ich habe aktuell keinerlei Probleme. Wir können gucken, dass wir wieder ordentlich Holz sparen, dass hier die Lager wieder... Obwohl, die Lager sind eigentlich ja, fast voll. Aber ansonsten... Wir haben genügend Fleisch, wir haben die Ration für die Entdecker. Wir haben... Apropos Entdecker. Lasst uns mal... hier noch ein Entdecker-Dingsbums hinbauen. Entdeckerturm. Wir haben zwar dann auch einen super weiten Weg, aber ich glaube, das lässt sich aktuell nicht mehr so wirklich vermeiden. Ja, dann geh halt einfach quer durch den Wald. Um den Baum herum. Du kannst mal hier so erkunden gehen.
Wenn es denn soweit ist. So denn. Wo ist jetzt der Zement hin? Ach so, hier. Noch ein bisschen. Weizen wird gebracht. Schön. So, das heißt, wir haben gleich Brot. Was fehlte uns dann noch? Die Bäckerei. Wie groß ist die? Ah, die passt hier noch daneben dann. Sehr gut. Ist Kohle auch noch. Kohle, Tagebau. Das sieht hier ganz wild aus. Ist es auch. Brauchen wir ein Mehllager? Eigentlich nicht, oder? Das Mehl, was wir jetzt hier herstellen, geben wir dann gleich in die Bäckerei, wenn ich die dann baue. Ich will bloß kurz gucken, dass wir wieder Holz... wir können hier nicht mehr Holz machen. Wir haben keinen Platz mehr. Gut. Warum winken die? Habt ihr nichts zu sammeln? Okay, dann machen wir Pause. Ich könnte noch hier solche... Es gibt hier mal so Lager. Baustellencamp. Wollen wir so ein Ding mal bauen? Frage ist nur, wohin? Hier was anderes hin. Guckt. Ich kann das Ding jetzt hier hinbauen. So, dann können sie dort hinten auch noch sammeln. Schick. Ach,
8 Zement und 9 Stämme. Hätte ich schon fertig. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt zu gierig. Ich will jetzt alles auf einmal. Naja. Es lief ja lang genug. Gut. Und guck mal, die Bäume sind weg. Hier ist noch einer. Ja, dann können wir die gleich abreißen. Oder wir lassen sie stehen und deaktivieren sie. Erstmal. Ja, wenn sie dann rummeckern, dass sie nichts mehr zu tun haben, dann deaktivieren wir sie erstmal. Ich würde ja. Brauchen die hier hinten eigentlich einen Brunnen? Nee, ne? Was jetzt mit den Rehen hier oben? Die haben sich halt jetzt verkrümelt. Die wissen jetzt, hier geht meine Landesgrenze lang. Und die überschreiten sie jetzt nicht mehr. Schon auch ein bisschen unfair. Aber ich habe so viel Hasenfleisch. Der Jäger ist... gibt Gas. Kürbisse reserviert, schon für die Marktstände, aber die 98 steht schon lange hier oben. Ich muss sagen, der Zementeimer und der Mehlkorb, hier sehen sie schon ähnlich. Hier unten. Ja, und sammelt denn der noch? Hier. Sammelbare Pflanzen wurden entdeckt. Wo? Okay. Ich würde gern die Map mal so komplett angucken. So groß. Um zu gucken, wie viel ich schon entdeckt habe und wie viel noch fehlt. Oh, gleich fertig. So, jetzt wird das Mehl gebracht. Und dann haben wir Brot. Ich weiß nicht, ob wir dann ein Brotlager brauchen. Wie schnell das weggeht oder auch nicht. Was ist eigentlich? Wir haben ein bisschen Kohle abgebaut.
Ja, Kalkstein. Wo auch immer der noch Bäume findet. Das mal aufräumen. Man sieht halt hier den Weg kaum. Es ist ganz wild in unserem Steinbruchgebiet. Ja, wir müssen was zum Sammeln. Aber anscheinend sind die Büsche ja irgendwann doch weg. Oder die sind jetzt alle weg, weil ich hier Zeug hingebaut habe. Aber wir haben hier nur noch einen Himbeerstrauch und zwei Pilze. Da war am Anfang ein bisschen mehr. Vielleicht kann man die nur eine bestimmte Anzahl oft ernten und dann sind die halt weg. Oder ist es wirklich, weil ich hier Zeug hingebaut habe und das einfach die Sträucher entfernt hat. Mais haben wir eigentlich auch genug. Oder? Flachs und Weizen. Dann lassen wir sie noch ein bisschen anbauen. Kohl ist auch okay. Lass mal noch ein bisschen. Okay. Da ich ja jetzt hier nach Osten schon expandiere, machen wir ja noch ein bisschen mehr draus. Das mit dem Wald hier mittendrin passt eigentlich jetzt nicht mehr so. Ich lass den mal noch. Wir könnten... Was hat die für einen Radius? Schade, ich hatte die Bäume hier nicht mehr mit drin. Holzfäller. Ich soll ja eh noch eine Holzfällerhütte bauen. Dann baue ich die mal kurz hier hin. Mach die Bäume hier weg. Kommt hier die Militärakademie hin. Und alles, was da noch so dazugehört. Wir haben 4 Brot. Wir brauchen wirklich noch mehr Brunnen. Ich kann da jetzt hier nicht noch Brunnen hinsetzen. Wo kommen wir denn dann hin? Ich soll eh noch einen Brunnen bauen. Ich glaube wirklich, die Felder hier brauchen richtig viel Wasser. Aber ich habe ja schon hier nur noch den Kohl und hier... Die haben sich wirklich ganz schön ausgebreitet hier mit ihrem Kohl. Hier nur noch Flachs und Weizen erstmal. Ah. Weizen brauchen wir ja fürs Mehl und für die Bäckerei. Ja, der Holzfäller, da habe ich den Holzfäller deaktiviert, lässt er halt das Stück Holz hier liegen. Okay. Wenn ich gesagt bekommen würde, bist gekündigt, würde ich auch nichts mehr anfassen. Ist schon okay. Bisschen nachvollziehbar ist es ja. Das Gildenhaus. Was macht denn das Gildenhaus? Bildet Arbeiter aus. Ich brauche keine Arbeiter. Wie viele Werkstätten habe ich? 58.
Die brauchen halt die ganzen Werkzeuge, um dann die Leute hier auszurüsten. Wie gesagt, ich habe genügend Arbeiter. Eigentlich fehlt es mir gerade an nichts. Ja, ist doch schon ein ordentliches Dorf geworden. Soweit wäre ich bei anderen Aufbauspielen nie gekommen. Da wäre nach 3 Wohnhäusern und einem, weiß nicht, einem Beinbruch 10 gewesen, weil ich wieder irgendwas nicht berücksichtigt habe. Kohle hier stehen. Lager voll. Natürlich, warum? Was auch sonst? Hier hinten ist halt schwierig, weil das ist hier so uneben. Ich weiß nicht wirklich, ob ich hier viel bauen kann. Es ist die Frage aller Fragen. Ist ein Reh? Ding ist, von hier kommt ja nicht mal der Jäger dorthinter, weil hier ist nicht mein Gebiet. Hier hinten kommt er nicht rum, hier ist nicht mein Gebiet. Der müsste hier über den Hügel gehen, um auf Arbeit zu kommen. Damit er hier mal, wenn er Glück hat, ein Reh legen kann. Ich muss, wenn ich... Ich habe wieder Grenzsteine, ne? Macht da mal ein bisschen, macht hier mal ein bisschen mehr Platz. Mit der Zipfel hier auf der Minimap, mit der weg ist. Oh. Das Gildenhaus ist fertig. Ich habe 492 Träger und 427 davon, 26, haben nichts zu tun. Dann habe ich hier das Gildenhaus stehen. Schön. Stoff sieht immer noch gut aus. Seil, ich weiß halt nicht. Brauche ich Seil?
Ich weiß es nicht, ob ich Seil brauche. Ich habe 21. Ja, die Kollegen hier, die werden hier mal noch ein bisschen aufräumen, dass wir hier noch ein bisschen Platz haben. Und dann kommt dort die Militärakademie hin. Die haben einfach Spaß in diesem Dorf. Was ist mit den Leuten los? Ist auch ein bisschen was zum Sammeln. Aber... Stein wurde entdeckt. Cool. Aber... Was wollte ich jetzt sagen? Wir haben Rationen und wir haben Himbeeren und... Er hat den ganzen Strauch abgebaut. Er macht hier die Bäume weg. Das ist natürlich doof, weil er hier die Bäume auch wegmachen kann. Aber ich habe den Fokus ja hier hingesetzt. Ja. Damit dort Platz wird. Wie sieht es hier aus? Okay, ihr arbeitet dran. Komischerweise sieht man hier überhaupt nicht die Grenzsteine. Das ist einfach der Abhang. Begrenzung. Kohle sieht gut aus. Kalkstein sieht sehr gut aus. Kupfer baut noch niemand ab. Wegen dem Stein kann ich das hier nicht hinbauen? Echt jetzt? So. Er könnte auch bauen. Was ist denn das jetzt hier? Sieht aus wie Afrika auf der Minimap. Das müsst ihr noch abbauen. Oder einnehmen. Oder ist es buggy, weil das hier durch den Stein geht. Die Kamera wieder richtig ausrichten. Gut. Was machen wir nächste Folge? Nächste Folge schaue ich, dass wir die Militärakademie da oben hinbauen. Werkzeugschmiede? Müsste rein theoretisch hier unten hin, ne? Aber hier ist kein Platz mehr. Also pack mal die Werkzeugschmiede dann auch hier oben hin. Und ja, das machen wir nächste Folge. In diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal für euch, von euch für heute. Und dann sehen wir uns morgen sehr gern wieder, wenn ihr Lust habt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und dann bis morgen. Bye, bye.